Hallo, ich freue mich sehr, dass du in das Video hineinschaltest und dass du lernen willst, wie man Querflöte spielt. Ich zeige dir hier, wie man diesem tollen Instrument Töne entlockt, was man wie muss üben muss, damit du auch schon bald dich ganz virtuos mit der Querflöte kannst ausdrücken. Es ist am Anfang ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt, wo setzt man Querflöte an und wie muss man blasen, damit die Töne rauskommen. Wenn das mal ein bisschen sitzt, wenn das mal ein bisschen geübt hast, dann ist der Rest vom Instrument nicht mehr schwer. Am besten übt man das nur mit dem Kopfstück vom Instrument. Musik machen soll Freude machen, Musik machen soll ein Genuss sein. Und so rate ich dir, wenn wir jetzt anfangen miteinander Übungen machen, mach es mit Freude, mach es mit Lust am Entdecken. Falsch machen kannst du in diesem Sinn nicht. Es ist einfach wichtig, dass du die Übungen regelmässig machst, immer wieder machst, so dass du eine Gewohnheit dazu kannst entwickeln. Fangen wir an! Die Flöte sitzt im Knie wie auf einem Bänkchen, genau unterhalb der Lippen, genau dort, wo das Rote von der Lippen anfängt. Das spürst du am besten, wenn das Loch der Querflöte über die Lippen abrollen ist. Dann spürst du genau, bist in der Mitte der Lippen und bist unterhalb vom Roten mit dem Loch. Es ist sehr schwer, genau zu kontrollieren, ob das stimmt. Ob die Flöte am richtigen Ort ist. Ich gebe dir darum ganz viele Bilder. Es ist einfacher, über Bilder das zu lernen, sich das vorzustellen, wie es sein soll, und zu spüren. Die Bilder, die ich dir gebe, wirklich zu spüren. Wenn wir am Spielen sind, dann bleibt das Loch von der Querflöte bleibt offen. Vielleicht hast du schon mal probiert, mit einer Flasche einen Ton rauszubringen. Das ist genau gleich. Da tust du auch das Loch offen lassen und über das Loch hinweg blasen. Das ist bei der Querflöte genauso. Wenn wir ansetzen und abgeräumelt haben, dann blasen wir über das Loch aus. Das Loch von der Querflöte bleibt offen. Jetzt wieder reinblasen. Die Lippen formst so wie ein P, wenn wir ein P sagst. Und dann einfach die Luft weiter blasen. Du kannst dir auch vorstellen, das ist, wie wenn ein Federli wegblasen ist oder ein Münchli wegblasen ist. So blasen auch deine Töne weg. Probieren wir das mal zusammenzuhängen. Querflöten ansetzen. Anbräulen und Federli wegblasen. Um den Ton aufhören, sagst du wie ein M. Das empfehle ich dir, immer wieder zu wiederholen, immer wieder zu üben, bis du ein Gefühl davon hast, wo sitzt die Flöte, wie sitzt sie im Kini, wie sitzt sie auf dem Bänkchen und wie tue ich meine Töne wegblasen, wie tue ich das Federli wegblasen. Was du auch bereits kannst üben, nur mit dem Kopfstück, ist die Art und Weise, wie das wir die Zunge brauchen, die Artikulation. Der Luftfaden, der Luftstrahl, von dem, wo ich vorhin geredet habe, den schneiden wir mit der Zunge, indem wir ein D sagen. Kannst du gleich mal probieren. Wichtig ist, dass die Luft immer weiter fließt, dass die Luft immer weiter geht. Und nur die Zunge tut kurz anticken und das D sagen. Wenn du das mit dem Kopfstück machst, dann tönt das so. Die
auch das üben, bis du ein gutes Gefühl hast, bis du es locker machen kannst. Eine ebenfalls gute Übung ist, wenn du diese ganzen Techniken jetzt übst, ist, wenn du dir im Raum, in deinem Blickfeld, einen Punkt suchst und diesen Punkt anschaust, führen schaust und dann die Übung machst. Und schickst deine Töne dafür zu diesem Punkt. Wenn du mehr wissen willst über die Haltung, wie die Querflöte heben, genau wo kommen welche Finger her, dann schau dir das nächste Video an. Ich freue mich sehr, dass du das Video geschaut hast und dass ich dir die Anfänge zeigen konnte von der Querflöte. Wenn du mehr zu einem Thema wissen willst oder Fragen auftauchen, dann hinterlasse einfach einen Kommentar unter dem Video. Und sonst wünsche ich dir ganz viel Freude, ganz viel Spass mit der Querflöte, beim Musizieren und beim Entdecken. Bis zum nächsten Mal.